Das war meine erste Weltbühne. Mein Paradies. Im Zuchthaus bin ich aufgewachsen. 19 Jahre lang. Die ersten Frauen, die ich gesehen habe, außer meiner Mutter und Wilhelmine, rudern vom Raub, vom Blutschänden, vom Kindsmord. Und die todatmenden Gespenster gehen noch durch meinen Kopf. Hier habe ich das flackernde Licht dieser Welt erblickt. Das war meine Kinderstube und meine frühe Universität. Das war mein Bilderbuch und meine wüste Fibel. Das waren meine Lehrjahre. Das waren meine Lehrjahre. 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 Krabbe? Christian! Du bist zurück? Aber Krabbe, ich bin doch Kron, dein Klassenkamerad. Ach du? Ich meinte, du seist längst tot. Mein Vermögen. Er fällt mir zur Last. Nein, nein, nein. Nicht in meinem Hause. Ich stelle mich unter den Schutz der Obrigkeit, Sophie. Petri, alter Freund. Du hast hier Karriere gemacht. Hm.
Du bist also hier abgestiegen. Die Frau Auditeurin, sie will mich nicht mehr. Du bist alt geworden, Christian. Hör endlich auf zu trinken. Pappelapapp. Ich habe heute Nacht schlecht geschlafen. Komm, trink auch einen Schluck. Er wärmt das Blut und macht Ideen. Was in Frankfurt und in Düsseldorf nicht doch besser für dich? Frankfurt? In Frankfurt macht man Geschäfte und ist faschionabel. Um unter diesem schofelnden Geschmeiß Erfolg zu haben, musst du weiße Glacéhandschuhe anziehen, deine Halsbinde nach der neuesten Mode knüpfen, ein lavendelduftiges Lächeln tragen und eine Kunst allerdings klassisch beherrschen. Vollkommen zu lügen. Warum hat es sich auch in Düsseldorf nicht gehalten? Anfangs hat mir immer man wirklich geholfen. Später war ich ihm wohl zu anstrengend. Deine Trinkwut. Was soll aus einem Menschen werden, dessen erste Erinnerung es ist, einen alten Mörder an einem roten Wollfaden in freier Luft spazieren geführt zu haben? Christian, es saß doch gar kein Mörder zu deiner Zeit im Zuchthaus ein. Nein, mir war aber so. In Frankfurt wollte ich nicht meines Verlegers Kettenhund werden. In Düsseldorf nicht Immermanns Blutegel. Aber wohin? Ich werde mit deiner Frau sprechen, Christian. Nee, nee. Etwas Allstum tue ich. Meine Hermannsschlacht. Wie geht es meiner Mutter, Moritz? Gut. Ich habe sie erst vor ein paar Tagen in eurem Garten am Knochenbach gesehen. Mit Wilhelmine. Ach, das Mienchen. Kaffeemutter.
Ist es wirklich wahr, dass die Henriette Meyer, meine zweimal Braut, gestorben ist in Stolzenau? Mit 23 Jahren? Und der Blaufärber Witwer? Jo, Christian, sei, ist ja wohl dort. Jetzt ist sie ganz mein. Makellos. Ein Stern über meinem Grab. Das Mienchen, als du und Vater es in unser Haus genommen habt? 14. Den Sergeanten Kreimeier hat sie geheiratet. Ja, aber sie hat immer auf die Livert. Den Wief wird mir ihn ganz deppelt durch die Schieten. Mein Wunders, wer sie ist, und setze über Geld. Ich habe mein juste 40 Dollar in Jahr. Auflegst, müsste ich montags zwischen den Antennen herumstecken, als hätte ich sonntags Fleisch essen. Christian, warum willst du in Gräu abstiegen? Was wird aus deinen Sacken, deinen Porzellanen und der Kommode? Herrgott, die Frau will mich nicht im Haus haben! Erst muss ich meine Hermannschaft fertig haben. Die Madame lässt mir keine Ruhe dazu. Verkauf um Himmels Willen nicht den Garten am Knochenbach. In der Laube will ich wohnen, neue Dramen schreiben. Einen Alexander und dann in erhabenem Stil einen Christus. Danach macht mich der Fürst gewiss zum Geschichtsschreiber meines Vaterlandes Lippe. Thank you.
Was sind das für Narrensträuche? Du bist ein ganz ungläubiger Junge. Tino Aule, Katte, Katte. Sui, Fedder, das war Sio. Kannst du noch die Marseillaise spielen? Das will doch heute keiner mehr hören. In vielen Ländern ist das sogar verboten. Und seitdem hast du sie nicht mehr auf der Walze. Aber singen kann ich sie noch. Ich war dabei, wie wir den französischen Tartan ins Wasser geworfen haben, auf die Insel. Du? Den Napoleon? Die Läuse den Löwen. Der Löwe ist tot, aber die Läuse, die leben noch immer. Und was habt ihr gewonnen in den Freiheitskriegen? Was hast du dabei gewonnen? Wo ist die Freiheit? An einer hohlen Weiden. Wer soll uns diesen Sommer lang die Zeit und Weil vertreiben? Komm, Grabbe, oder Saufkopf. Was soll denn die Soldaten? Christian, ich habe da drüben auf dich gewartet. Komm.
Hast du noch Geld? Ein paar der 36 Taler, die du mir geschickt hast. Ich würde kolossal damit wuchern. Was sagt meine Frau, Moritz? Sie will dich nicht sehen. Ich werde woanders eine Stube für dich mieten. Vielleicht beim Schneider Stechfeld. Nicht in einem Gasthof. Hier kannst du nicht schreiben. Meine Hermannsschlacht. Da wächst was. Ich brauche nur 15 Groschen am Tag. Christian! Kollege aus besseren Zeiten, als ich noch unverheiratet war. Haben Sie eine juristische Abschreibearbeit für mich? Sie oder Ihre Freunde, die Detmolder Advokaten? Diese Haifische, die den armen lippischen Bauern und Webern das Brot aus dem Maul jagen? Ich schreibe fehlerfrei und leserlich, wie sich's für einen ehemaligen Militärrichter gehört. Tut mir leid, Gabe. Bei mir stapeln sich keine Akten. Und die Abrechnungen stimmen inzwischen auch. Manneswürde, Christian. In den letzten 30 Jahren hatte ich keinen begabteren Schüler als Grabbe. Ich weiß nicht, ob ich je einen hatte. Grabbe verfügte über eine fabelhafte Fantasie, sprudelnden Witz und ist Patriot. Blinde, noch eine Idee rum. Komm, Christian, wir gehen jetzt besser. Komm her, Männchen. Gut miteinander gehabt. Jung und geil. Du warst mir so nah wie kaum ein anderer. Kehr dich zum Teufel! Gib mir die Flasche. Wirklich so schlecht, Moniken? Nein. Verderb ich denn mit allen, dass alle mich verfolgen? Nicht alle. Ich weiß nichts. Bei Gott, mir ist abscheulich.
Was sind Freunde? Ich könnte hier im Gasthaus sterben und es kümmerte sich keiner um mich. Affen im Frack! Komm und schreib. Ich mag da keine Hand dran legen. Hast du Tinte? Ja. Schreib sauber wie ein Kanzlist. Ich hab's dich gelehrt. Schreib also. An die Frau Auditeurin Luise Grabbe, geborene Klostermeier. Ich ersuche dich, mir umgehend zwei meiner Hemden zwei Schnupftücher, zwei Paar Strümpfe zu schicken. Sendest du sie nicht sofort, werd ich sie zu holen wissen. Detmold, den 29. Mai 1836. Durch die Steine, durch den Rasen, eilet Bach und Bächlein nieder. Hör ich Rauschen, hör ich Lieder, hör ich holde Liebesklage, Stimme. Was wir hoffen, was wir lieben. Kommen Sie doch an unseren Tisch, Grabe. Hier wird's lustig. Lasst mich zufrieden, ich mag heute niemand. Kommen Sie nicht voran mit Ihrem neuen Stück? Ich bin bald fertig. Na, dann werden wir es ja wohl im nächsten Winter hier spielen. Es ist nichts für euch. So? Wo wird's denn sonst aufgeführt? In Berlin? In Paris? Ja, da auch. Mhm. Sonderbar. Gerade da haben wir Kollegen. Sie wissen von nichts. Bald. Na denn, fass dein Welterfolg. Auf Ihren Lorbeer, Grabbe. Ja, auf Ihren... Lasst mich! Im Ernst? Ich halte was von Ihnen. Zu gütig. Soll ich jedem Esel die Pfote drücken, der mich lobt? Hoftheater! Wie oft habe ich in euren Tragödien mich nass gelacht und bin in euren Komödien schwerblütig geworden. Liegt es nicht auch ein wenig an euch Herren Dichtern, Grabbe? Seit Goethes Tod. Zierricht! Unwahrheit! Schmus in Marmor! Der Kerl schreibt selbst in seinen privatesten Briefen noch einen affektierten Stil. Von Hunger und Gier und Macht und Politik hat er nichts verstanden. Und das sind die Treibräder der Weltgeschichte. Aber Schiller! Ach, der auch nicht viel mehr. Er schwärmte nur darüber. Schillers Idealismus ist heute ein Ross ohne Arsch und ohne Gemächte. Voller Unnatur und Sentimentalität. Saure Trauben, Grabbe. Lassen Sie den Auditeur nicht weg, Herr von Klassizinski. Ich bin nach 8 Jahren in Ehren aus meinem Amt geschieden. In Ehren? Noch eine Runde. Sie auch,
Grabbe? Ja. Warum? Was tue ich mit einem Schwanz ohne Pferd? War der Schröder schon da? Ja, aber vor einer Stunde ist er gegangen. Wirklichkeit. Keine nachgebauten Luftschlösser mit Löchern im Dach durch die Ewigkeit hereinblauen soll. Aber draußen in der Welt blitzt's und schneit's. Man wird gemordet, gehungert. Es ist Goethe nicht gut bekommen, dass er nie Nahrungssorgen hatte. Da war Schiller schon von anderer Natur. Sehen Sie doch in den Shakespeare. Da haben Sie eine Welt. Was für eine Welt. Eine Welt voll Irrsinn, Wut, Grauen, Spiel im Blut, Hass, Mord, Liebe, Rache. Nichts von diesen abgefressenen Idealen aus Weimar. Sie versöhnen nicht, Grabbe. Die Versöhnung ist die klassische Aufgabe. Hoch lebe die Ratte. Herr Grabbe, Herr Auditeur nenne ich Sie nicht. Sie sind mehr. Sie sind ein Dichter. Ein Theaterdichter. Nur um Himmels Willen, warum schreiben Sie keine Stücke, die unser eins spielen kann? Sie pfeifen auf die Gesetze des Theaters, Herr Grabbe, und verurteilen sich selbst zum Misserfolg. Zum Unglück. Kommt Zeit, kommt Grabbe. Nein, er kommt eben nicht. Da bringen Sie in Ihrem Napoleon das Volk auf die Bühne. Wie denn? Wie soll das ein Regisseur inszenieren? Das Volk ist eine wunderbare Erscheinung. Sie sind also auch für die freie Masse. Die Masse ist eine Bestie. Die Helden. Ein blutiges Unglück, das auf das Volk fällt. Das verstehe ich nicht, Herr Auditeur. Na, dann wird es dir ja imponieren. Wie heißt du? Dietrich. Dietrich, das geht nicht, so heiße ich ja schon. Von heute an sollst du Gottlieb heißen. Dein Alter? Ich werde 17. Gut, Gottlieb. In deinem Alter habe ich meinen Gotland begonnen. Machen wir uns doch nichts vor, Grabbe. Auch Sie wollen bei Licht besehen eines. Erfolg haben. Hoch lebe die Ratte. Ein Theaterdichter muss... Hören Sie doch endlich mit Ihrem Schweinekram auf! Ich habe niemals für die Bühne schreiben wollen, wie sie heute ist. Weil ich gar nicht für diese Gesellschaft schreibe, die nur Ruhe, Geld und Genuss will. Ein paar vielleicht noch Bildung, Kultur. Aber zum Teufel, was soll die Kunst denn anderes als unterhalten und bilden? Id est, Kultur? Erforschen. Entdecken. Das Grönland des Menschen und sein Afrika. Mein Theater hat so viel mit Kultur zu tun, wie ein Elefant mit Elfenbeinschnitzerei. Ein Stier mit einem Festbratenstück. Sie müssen meiner nicht spotten. Aber... Hoch lebe die Ratte. Ich will Dramen schreiben, gegen die alles, was heute auf dem Theater herumstolziert und mit der hohlen Schelle rasselt, Firlefanzerei ist. Breitgetretener Quark. Ich will an den eisernen Stäben der Verhältnisse rütteln, dass ihnen die Nachtmützen vom dumpfen Kopfe fliegen und sie wieder in die Hosen pissen, wie 1789, wenn sie nur einen grünen Hering essen, der zu nah an das Wort Revolution geriet, als sie die Krämerin in eine Zeitung wickelte. Sie dürfen die Menschen nicht verachten, Grabbe. Das ist das Ende. Auch das Ende der Kunst.
Ach, reden wir doch von anderem Mist. Von Ihrer Frau. Von meiner Frau? Nach ihrem Tod wird sie ihr tolles Leben beschreiben. Warum sollten wir nicht von der Frau und die Töne reden? Schade, dass noch keine Maschinen erfunden worden sind, die den Mann bei dem ekelhaften Zeugungsgeschäft ersetzen könnten. Edle Herrschaften! Erhabene Teufelsschwänze! Ich rufe zur öffentlichen Versteigerung aus, die Frau Auditeurin Grabbe zu Detmold in Lippe. Wer mir eine Stube bietet, samt Tisch, Stuhl und Bett, sowie 15 Groschen am Tag, kann sie von Herzen gern heute Nacht noch haben. Die Frau hat Titten, dass selbst Romulus und Remus das Wasser im Maul hätte zusammenlaufen können. Ihr Steiß ist delikat, klassisch, weimaranisch, humanistisch, idealistisch, voller Anmut und Würde. Es ist der Steiß der Steiße! Du hast dich nur nicht mannhaft und oft genug geritten. Das ist's, was deiner Frau fehlt. Darum ist eure Ehe so ein Skandal. Auch der alte Hurenbock in Weimar konnte das doch besser. Kanaille! Was nimmst du dir gegen den großen Goethe heraus? Ihm könnte ich nicht eine Nacht unter einem Hausdach zubringen, geschweige denn unter einem Oberbett. So von seiner eigenen Frau zu reden und dann auch noch Maschinen. Lass mich Gott bewahre. Komm, Dietrich, geh schlafen. Ja, Mutter. Hoch lebe die Ratte. Sophie? Sophie!
Sophie? Markt holt den Willkommenswein. Trinkt in der Zwischenzeit ruhig eine Flasche Einbecker. Luzi? Luzi? Ich bin's. Was machen wir denn? Wir sind doch Mann und Frau, waren uns einmal gut. Ich liebe dich noch immer, Luzi. In der Ehe gehören wir zusammen, bis ans Ende unserer Tage. Ich bin zu dir heimgekehrt, Luzi. Im Augenblick krank zwar, aber voller Dramen und Hoffnung. Jetzt wird unsere zweite Hochzeit gefeiert. Und alles noch anders. Alles noch gut. Luzi. Nur keine Sentimentalitäten, Grabe. In die Kehle, flirrende Blicke, halb ausgesprochene Worte, Briefe und Küsse und Nächte und Tränen, Pläne, Wünsche, Ideale. Schlag die Tür ein. Ach ja, die Tür. Hoppala, Papp, schlag die Tür ein! Thank you.
brauche Schutz. Die Polizei muss mich schützen. Mir drohen Misshandlungen. Ja, geh jetzt, schnell, schnell. Ich schlag die Tür ein. So eine solide alte Tür macht Durst. Komm neben mich. Wir warten auf die Madame. Du kriegst 10 Groschen, du warst brav. Hier, komm neben mich. Och, liebe der Kaiser. Finden Sie sich, Herr Auditeur. Ausgezeichnet. Ich habe hier nur mal nach dem Rechten sehen wollen. Das Haus gehört mir so gut wie meiner Frau. Ich will nun wieder darin wohnen. Darauf sollten wir eine gute Flasche Rotwein trinken, Blanke. Ich brauche Schutz. Ich fürchte um mein nachtes Leben. Der Auditeur sitzt ruhig drin mit dem Schlossergesellen Wolf auf dem Sofa. Sophie? Zähl nach. Ist sie nicht rechtlich verpflichtet, ihren Ehemann wieder bei sich aufzunehmen, Moritz? Doch, das ist sie. Aber warum bist du auf diese Weise ins Haus eingedrungen? Bist du lüstern auf den Skandal? Himpamp! Ich brauche Geld aus meiner Truhe, um in der Stadt Frankfurt keine Schulden machen zu müssen. Setz dich doch, Moritz. Leeren wir ein Glas auf meine Heimkehr. Ich will wirklich wieder hier einziehen. Ich habe doch keine Reserven mehr. Die Deutsche Revue, für die ich Artikel schreiben sollte, die mir mindestens 30 Taler eingebracht hätten, hat die Zensur ja auch verboten. Zu liberal. Leeren wir ein Glas, Moritz. Wir wollen überlegen, was jetzt das Beste für dich ist. Denken wir vernünftig. Ein paar Tage wirst du noch hier in der Stadt Frankfurt aushalten müssen.
Die Rechnung lass meine Sorge sein. Ich habe einst eine Dame von Adel gekannt, die hat ihre Nase statt im Gesicht auf dem Hintern gestanden, wodurch sie im Leben viel Schwierigkeiten bekam. Du bist manchmal ein greller Clown. Lass das Zupen, Krishan, und gläuge Jungen. Nasse Füße. Lass da zupen, Krishan. Verdammtes Schlackerwetter! Es bleistert nur ein Bettgen. Es ist doch warm, Christian.
Ich war im Gasthof. Leute sagen, dass sie vor ein paar Minuten weggegangen sind. Schön und warm ist es heute. Gut für eine Waldwanderung. Ja, Hannibal. Unser Geschichtsprofessor im Gymnasium lehrt alles anders als Sie. Der Hannibal sei am Raum gescheitert. An der Entfernung von seinem Vaterland Karthago. Kein Nachschub. Alles Quark. Der Hannibal hat die Pyrenäen und die Alpen bezwungen, Gottlieb. Die Alpen im Winter und das mit 60.000 Mann und mit Elefanten, halte das vor Augen, Gottlieb. Nee, nee. Am Raum ist der nicht gescheitert. Der sah mit seinem einen Auge mehr als alle ihre Gänse auf dem Kapitol und selbst mehr als ihre Adler. Gescheitert ist der an der schwufeligen Gewinnsucht seiner Regierung, der Dummheit, der Gleichgültigkeit dieser Krämer in Karthago. Entschuldigen Sie bitte, aber ich habe mich hinter Stukenburg vollends verlaufen. Jetzt will ich in Detmold übernachten. Vielleicht können Sie mir ein Gasthaus empfehlen. Stadt Frankfurt. Aber was wollen Sie dem verwünschten Pferch? Da geht man vorbei. Leider sind meine Füße krank, gichtbrüchig. Lesen Sie öfter die Bibel? Die Bibel, ja. Doch. Stammen Sie aus Detmold? Ja, leider. Es ist stolz, solide und unfehlbar mittelmäßig. Ja, aber kennen Sie den Dichter Grabbe? Detmolds größten Sohn. Den Dichter Grabbe? Sie meinen den schiefen Auditeur Grabbe, der auch Tragödien macht? Was wollen Sie mit dem liederlichen Kerl? Ich verehre ihn. Ich will ihn zeichnen. Bergius ist mein Name, aus Braunschweig. Sie verehren den Grabbe? Das ist ja kolossal. Den Grabbe. Ausgerechnet den Grabbe. Ja, da sind Sie richtig in der Stadt Frankfurt. Dort säuft er seinen Rum. Ja. Danke, Herr. Darf ich auch Sie zu einem Punsch einladen? Nee, nee, mich nicht. Ich bin zu lumpig gekleidet. Man würde auch Sie für einen Lumpen halten, wenn Sie mit mir in die vornehme Detmolder Gesellschaft kämen. Dieser Schwärmer spendiert Grabbe heute Abend eine Bowle. Meine Tragödien haben sich also gelohnt. Sie sind der Dichter, Grabbe. Ich dachte, ich sag's. Manchmal bin ich's. Meistens nur Grab. Ich war schon bei Tieck in Dresden, bei Immermann in Düsseldorf. Ich bin zu Fuß nach Paris, zu Heine. Darf ich auch von Ihnen eine Skizze anfertigen? Ich bin sofort wieder hier. Aber der Koch. Ah, der Lese ist geschwollen wie der Tagmond. Das kommt vom Saufen. Wohl auf Kameraden, Pferd aus Pferd. Mir gefallen ihre tiefblauen Augen. Ihre hochgebaute Stirn. Die ist freilich kahl wie ein Schlachtfeld am Abend danach. Da steht kein anderer für ihn ein. Auf die Felder steht er da ganz allein. Ich wüsste bessere Motive für Sie. Die Lebenswelt tragen
haben Sie in Ihr Skizzenbuch den letzten Blick eines zum Tode Verurteilten ein, bevor ihm die Augen verbunden werden. Zeichnen Sie einen Wüstling, der hinter einem Bild des gekreuzigten Erlösers versteckt, den frommen Gesang zweier junger Nonnen lauscht. Sie haben Genie. Der Beweis ist, dass ich öfter den Hunger zum Tisch genossen habe als einen Menschen. Aber ohne Genie. Locken Sie keinen Hund in dem Ofen hervor, stimmt. Eine Flasche Rheinwein für mich und den jungen Raphael. Wir haben unsere Damen nach der Landparty längst in die Wohnung und zu den Kindern gebracht. Und jetzt feiern wir, bis die Lerche singt. Prost. Prost. Selbstmörder mit Pistolen, Christian. Zu uns, Krabbe. Wir wollen doch Freiheitslieder singen. Freiheitslieder? Nee, nee. Das ist mein Eckermann. Der einst mein Biograf, der Advokat Ziegler. Er wird mein Leben und mein Sterben ergreifend beschreiben. 40 Jahre, nachdem die Soldaten gefallen sind, werden sie immer herzerfrischend besungen. Aber komm doch zu uns, Krabbe. Wir sind sehr wohl nicht würdig. Dann komm doch! Was ist mit dir heute? Ein Schifflein sei ich fahren. Ein Schifflein. Ein Schifflein sah ich fahren, Kapitän und Leutnant. Darinnen waren geladen drei brave Kompanien Soldaten, Kapitän, Leutnant, Fenderich, Sergeant, mit Assaira, Assaira, Assaira. Les Aristokrats à la lanterne, Assaira, 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 la Aristokratie. Was ist mit dir, Krabbe? Ein anderes Sie. Was soll es, Fidelis? Krabbe, hast du deine Hermannschlacht fertig? Wir wollen unserem Befreier ein Denkmal setzen. Petri wird die Rede halten. Ja, bald. Schwierig, aber ein Koloss. Alles tannenfrisch. Unser Detmold kommt auch drin vor.
Ich will das Stück dem Fürsten Leopold überreichen. Das gibt einen Orden. Du wirst ja der Goethe in unserem Werra-Athen-Grabber. Ein geheimer Rat für die Hofdamen. Los, lass hören. Das sät Taler. Wollt ihr es wirklich hören? Ja, lass hören. Lass hören, Grabbe. Wir sind alle Kunstfreunde hier am Tisch. Ich will es euch vorlesen. Frisch, wie es aus der Pfanne kommt. Ja. Das war letztes wilfrige Jagd. Das war letztes wilfrige Jagd. Wohl auf, Kameraden, der Kaufmann. Kameraden den Rappen gezäumt, die Brust im Gefechte gelüftet. Das Leben brauset, die Jugend scheint frisch auf, ehe der Geist noch verdüftet. Und setztet ihr nicht das Leben ein, nie wird euch das Leben gewonnen sein. Und setztet ihr nicht das Leben ein. Wollt ihr es auch wirklich hören? Na ja, na ja, sicher. Ja, du liest schon das Zeug. Kommt, wir hören zu. Losgehen. Die Szene spielt bei der Dörenschlucht, mitten im dampfenden Schlachten. Hermann ruft. Deutschland! Einige in seinem Heer? Er spricht so oft davon. Wo liegt dieses Deutschland eigentlich? Einer? Irgendwo im kölnischen Sauerland, glaube ich. Zweiter? Ach was, es ist kettisches Gebiet. Hermann, du kennst nicht einmal deinen Namen, mein Volk? Komm, spielen wir weiter. Ja. Oh, der erste Wurf hat es sofort gebracht. Einmal die 5, Johann. Wunderbar. Oh, versuch dein Glück. Hör zu. Da hast du noch nicht. Hermann ist in einer Eiche eingeschlafen. Nee, noch nicht. Es ist der Schluss der Szene an der Dörenschlucht. Große Feuer. Alle sitzen auf Holzblöcken, singen, würfeln und trinken. Starkes Regenwetter. Strohbündel werden herbeigeschleppt. Hermann ist allein. Er lehnt an einer Eiche. Und ich lasse ihn sagen, sollte mir das Wagestück gelingen, wie der Sturm in den Ästen heult. Der Sturm in den Ästen heult. Es kommen ja keine Zucken, Grabbe. Was ist mit dir? Bist du ernstlich krank? Setz das Riesen aus, Grabbe. Sauf lieber, das kannst du doch besser. Das ist ja doch Hexel. Seit Goethes Tod haben die deutschen Dichter nichts mehr hervorgebracht, was man genießen könnte. Sehr wichtig. Dankeschön. Wie
Bring mir ein Stück von der saftigen Lendemeier. Auf meine Rechnung. Nee, nee. Es geht doch nicht. Aber bald. In meinem Haus. Da will ich euch alle einladen. Da wollen wir miteinander. Da habe ich die Hermannsschlacht nun schon viermal umgeschrieben. Und nun? Ein Arschwisch für die Detmalder vornehme Gesellschaft. Du musst dir ein paar Wochen ausruhen, Christian. Bosspflege. Luzi will mich nicht mehr nehmen. Was soll die Sentimentalität, Christian? Mach, dass du zu Bett kommst. Ungereimtes Gesicht. Welch Todes wäre mir lieb. Hätte ich nie gelebt, wär's besser. Thank you.
das nutzlose Zeug in den Abtritt, damit die Herrschaften mit Genuss darauf pissen und scheißen können. So beruhigen Sie sich doch, um Himmels Willen. Die Menschen brauchen Sie. Die Menschen sind mir vor allem eines, ekelhaft. Was wollen Sie überhaupt hier in meiner Schlafkammer mitten in der Nacht, Herr von Köpfe-Kritzler? Ich habe... Ich jage Ratten. Haben Sie etwa Angst vor Ratten? Dann müssten Ihnen die Menschen schier unbekannt geblieben sein. Also scheren Sie sich zum Teufel! Das Gasthaus wimmelt von Ratten. Wussten Sie das nicht? Dafür ist es Land auf Land ab bekannt. Auch was die gesottenen Keulen angeht, die Sie heute Abend mit so gutem Appetit gespeist haben. Kein Erbrechen, keine Nervenstürme bitte. Es sind ganz exquisite Exemplare. Groß wie Karnickel, lackschwarz, mit schlangenlangen Schwänzen. Ich schätze diese scharfsinnigen Tierchen wirklich ungemein. Vielleicht gilt meine Liebe vorweg den Titanen und den Ratten, wir sagen dem Genie in seinen tiefen Gängen. Aber in Anbetracht meiner schmalen Kasse, für 15 Groschen wäre ich durchaus bereit, Ihren Kater abzugeben. Diese Äußerung tue ich. Ich reiße noch den Teutoburger Wald aus. Kanzleirat Detri. Bring diesen Brief der Frau Auditorin Grabbe. Ich will Antwort auf der Stelle. Ich habe ein Privatquartier für dich aufgetankt. Beim Schneiderstipfel. Nee, da ziehe ich doch lieber zu der bösen Sieben meiner Frau. Sie muss mich aufnehmen. Wir leben in Gütergemeinschaft, nach dem lippischen Gesetz. Ich bin im Recht und ich will's gebrauchen. Dein Starrsinn, deine Trinkwut. Mit klarem Kopf hättest du dich gestern nicht so töricht in die Nesseln gesetzt. Deine Trinkwut, dein Widerspruchsgeist und deine unerträglichen Schweinereien wie kürzlich im Posthaus. Ach, spreiz dich doch nicht so, Kanzleirat. Du hast auch nur Scheiße im Leib. Ein Grund mehr, sich aufzurecken und über die Natur hinauszugehen, Christian. Poesie für Affen. Mit so grellen Gedanken, mit deinem Weltüberdruss, verdirbst du dir dein ganzes Leben, Christian. Wie kann ich leben, wenn ich sehe, wie das, was ich geliebt habe, Schofel ist? Kannst du dein Leben nicht anständig, nicht vernünftig lenken, wie andere gebildete Männer unseres Vaterlandes? Weil ich mich nicht leiden kann.
Es ist unmöglich, Moritz. Mit Notwendigkeit. Weil es kein Einverständnis zwischen mir und der Gesellschaft geben kann. In Detmold hast du doch echte Freunde, Christian. In der Treue sind wir Westfalen stark. Das ist auch etwas. In Westfalen hält man einen Dichter für einen verschlechterten Mastochsen. Unter dem Schutz der Obrigkeit. Punktum. Ich stehe unter dem Schutz der Obrigkeit. Das hat sie mir zu sagen nach 3 Jahren Ehe. Nachdem ich 2 Jahre draußen mein Heil gesucht habe. Am Main, am Rhein. Aber warte. Jetzt ziehe ich schon morgen bei ihr ein. Mienchen soll her. Und auch der Polizist Blanke. Ganz ohne Hilfe der Polizei kann ich es nicht wagen. Ich brauche auch Zeugen. Treib's nicht zu weit, Christian. So kann es noch gut werden. Ich bin eigentlich ganz anders. Aber ich bin nie dazu gekommen. Ich hoffe, Sie sind wieder bei guter Gesundheit. Alle Zeit. Nur, ich kenne Sie nicht. Aber ich bin doch der Maler Bergius aus Braunschweig. Heute Nacht hatten Sie mir erlaubt, eine Skizze von Ihnen anzufertigen. Es muss sich um meinen Bruder handeln, mein Herr. Er sieht mir so ähnlich wie ein Kuckucksei dem anderen. Jetzt, Moinken. Halt die Mutter im Haus. Sie darf mich nicht besuchen. Ich muss sonst dafür büßen. Aber ich werde jeden Abend zu euch kommen. Begehren Sie etwas, Herr Auditeur? Du bist ja geworden, Sophie. Neulich konnte ich dich gar nicht erkennen. So rasch bist du zur Polizei gehuscht. Du musst es nicht so genau mit mir nehmen. Ich kann keinem Kind etwas zuleide tun. Haben wir Reinwein im Keller? Gehen wir hinein.
Leeren wir ein Glas. Ich danke, es ist besser, Herr Auditeur. Ich bedanke mich, Herr Auditeur. Es wird schon wieder werden. Die Frau Auditeurin... Schon gut, danke. Halt dich hart. Wo bleibt der Wein, Sophie? Herr Auditeur, gehen Sie doch hinauf zu Ihrer Frau. Aber Sie sind ja fast kahl geworden. Auf meiner hohen Stirn wird es den Läusen schwindelig. Haben wir Reinwein im Keller? Ihre Frau erwartet Sie doch.
und setz dich doch. Du siehst gut aus. Noch immer nicht übel geformt. Willst du ein Glas Rheinwein, Dietrich? Ja. Du auch? Nein. Ich habe gelesen, im klassischen Griechenland trank man nie vor Sonnenuntergang. Es ist noch alles, wie es war. Vater mochte dieses Zimmer besonders gern. Ich weiß. Ich werde einen Spaziergang machen. Wirst du wieder ein Amt in Detmold einnehmen? Ich werde Detmolder Hofdichter und geheimer Rat mit einem herzensgroßen Ordensstern auf der Brust. Nein. Ich will meine Hermannsschlacht abschließen und noch drei Tragödien schreiben. Vielleicht macht mich dann der Fürst zum Geschichtsschreiber Lippes. Sie schimpfen in Detmold viel über dich, weil du die Kasse des Militärgerichts nicht ordentlich... Sie schimpfen über mich? Mehr will ich gar nicht. Ach, wie du wieder redest. Mach mich nicht unglücklich, Dietrich. Was wäre die Welt ohne dich, Luzi? Du hast die falschen Freunde. Die Brüder Runneberg, Petri, Ziegler gehen aus dem Weg. Hast du Schulden aus Düsseldorf mitgebracht? 239 Taler. Warum? Vorschuss meines neuen Verlegers. Der Hauswirt, der Barbier. Also ich will sie dir bezahlen. Abzüglich des Honorars für die Hermannsschlacht. Wie viel gibt dir dein Verlag dafür? Vielleicht 100 Taler. Also ich werde deine Schulden bezahlen. Aber mach mich nicht wieder unglücklich, Dietrich. Du warst arglistig. Ja. Auch undankbar. Ja. Ich bin ein krausborstiger Brummbär. Soll ich dich beißen wie früher, Luise? Krabbe, du hast eine plötzliche Natur. Pistolen bedroht. Ich liebe dich mehr, als du denkst. Sie waren nicht geladen.
Ich habe neulich wieder in Hermann und Dorothea gelesen. 5 Gesänge kann ich schon auswendig. Dieses kalte, gedrechselte Ding. Ach, warum redest du oft so abfällig über Goethe? Aus Neid und mit Recht. Wäre es nicht lebensklüger, Dietrich, wenn du noch Unterricht nimmst? Im Tanzen, im Fechten, in der Musik. Die angenehmen Formen der Geselligkeit hast du nie gelernt. Ich bin für ein Leben in den höheren Ständen erzogen. Kratzfüße statt Leidenschaften. Geplauder statt eines einzigen wahren Wortes. Was möchtest du zu Abend essen? Bauernkost. Keinen Appetit. Ich ekel vor diesem Tisch. Sieht so hingerichtet aus. Kein Appetit, weil du deinen Magen mit Rum ruinierst. Erwärmt mir noch manchmal das Lebensgefühl, Luzi. Selbst deine Gesundheit, Dietrich. Dein Gesicht ist aufgeschwemmt. Dunsen. Früher warst du kräftiger.
Dein Gesicht, er erkannt dich. Meine Gesundheit ist fest wie Eisen. Sag nicht so. Wie? Ach, so roh erzogen. So wenig manierlich. Ich glaube, dem Ätner ist am wohlsten, wenn er spuckt. Feuersbrunst haben mir immer gefallen. Warum läufst du noch in diesen abgetragenen, nachlässigen Kleidern herum? Im Schrank. Ist mir gleichgültig. Rotwein! Rotwein gehört nicht zu Fisch. Das schöne, teure Glas. Das macht nichts, Sophie. Da fehlt Muskatblüte, da fehlt Zitrone. Ich hoffte, Sophie hätte in den 2 Jahren, die ich im Ausland war, kochen gelernt. Ich war's. Ich war in der Küche. Du solltest in Detmold eine Advokatur eröffnen.
ist Bedarf. Dieses eiserne Räderwerk der Juristerei, lieber wäre ich Handwerker. Ein Haushalt kostet Geld. Und wir haben kaum noch Einkünfte. Wir haben Vermögen für Jahrzehnte. Wir? Ich habe fast 12.000 Taler mit in die Ehe gebracht. Ja, und ich 863 Kröten. Du hast verzerrte Ansichten, was den Ehestand betrifft. Ehestand? Die Liebe ist ein Mittel zum fleischlichen Vergnügen. Die Heirat ist eine widerliche Spekulation. Das Kinderzeugen ist ein notwendiges Übel. Hör nicht darauf, was er spricht. Dietrich. Komm, geh nicht wieder zu weit. Oui, Madame. Kann einer ein dichter und ein honoriger und wohlhabender Mann sein? Wie der Geheimrat von Goethe. Dieser Frankfurter Kaufmannsbengel, der sich zum Adel hochgedient hat. Ach, du verstellst dich wieder. Du bist nicht behaglich, nicht gut. Ich bin gut. Ich bin sehr gut. Die vornehme Gesellschaft in Detmold. Die Leute von Rang und wo? Na Gott, es brennt! Sophie! 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 Mein Gott, es brennt! Abäschern alles! Diese blaue Stube, diese zwergige Residenz in Flammen aufgehen lassen! Trübrot, den Erdgrind ausbrennen! Niederwetzeln, in Stücke hacken! Morden, morden! Warum tust du denn nichts? Was sprichst du da? Ich sagte mir nur ein paar Verse aus Hermann und Dorothea auf. Sophie! Sophie! Ich will nichts mehr von den Menschen. Die gute Gesellschaft Detmolds, sie soll mich im Arsche lecken. Wir beide aber, Luzi,